wären wir schon unterwegs. Erwischt! Stirb! Du bist ein Magier, oder? Und ich bin tot. Ja, gut. Deswegen speichert man oft im Unterreich. Keine große Herausforderung. Okay, bevor wir uns nochmal mit denen da oben anlegen. Die meinen, sie könnten super böse sein. Gucken wir erstmal, was jenseits der Brücke ist. Ja, noch mehr von den Männchen. Wow. Ja? Für solche Fälle habe ich doch den da. Au. Weg von ganzem Herzen zu. Die Dienerin der Natur ist bereit. Da hat Sari ein bisschen erwischt. Und Minsk und mich natürlich auch. Ich warte auf euren Befehl. Also Talisa. Das Problem ist, Sari kann gerade nicht zaubern. Okay, okay. Verstanden. Los, schön. Wir kriegen aber jedenfalls eine gute Menge Bolzen von denen. Ja, das Problem übrigens mit den Drow ist auch noch, dass die Drow genauso wie wir jetzt gerade diese sehr guten Rüstungen tragen. Beziehungsweise sie tragen sie schon, ich nicht. Weil ich sie noch nicht identifizieren konnte. Das sollte ich vielleicht jetzt dann wirklich mal machen. Ja. Auf geht's. Geht klar. Fragt natürlich. Wenn wir uns hier umgesehen haben. In dem Bereich. Südliche Tunnel. Östliche Tunnel. Also da wären zwei Ausgänge schon mal. Nein, ich will nicht in die südlichen oder östlichen Tunnel gerade. So,
So, bei Ari hat die Taubheit nachgelassen. Ach, nebenbei Immun. Die habe ich ja jetzt Freiheit beigebracht. Der zufälligerweise auf Stufe 9 ist. Das heißt, wir müssen nochmal eine Rolle kaufen gehen. Sobald wir eben... hier vorsichtig sein. Hier geht es nämlich eigentlich zu den Elementaren zurück. Na gut, gucken wir erstmal nach da oben. Zwischendurch immer wieder Quicksave machen. Weil hier im Unterreich haben wir sonst keine Chance. Ich habe aber so das Gefühl, dass das hier der Eingang in eine der Dunkelelfenstädte ist. Ja, das stinkt schon nach Hinterhalt. Das massive Tor, das in die Stadt der Dorf führt, bleibt allen Außenseiter verschlossen, nur daraufhin in der Stadt Einlass. Ist was los? Okay, okay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich kenne doch ein paar Drow. Ich habe einer spinnenverrückten Drow in Adkatla geholfen und ich habe eine Drow-Priesterin, eine verstoßene Drow-Priesterin, sie vor dem Scheiterhaufen bewahrt. Dunkle Höhle. Eine undurchdringliche Dunkelheit überwältigt euch. Ihr könnt diese Dunkelheit nur mit einem geeigneten Licht durchqueren. Ach ja, das sind ja auch noch die schönen Macken des Unterreichs. Die Zonen der Dunkelheit. Bin ja froh, dass wir hier wenigstens einigermaßen was sehen können. Aber normalerweise ist das ganze Unterreich schwärzer als die schwärzeste Nacht. Weil es einfach kein Licht in der Welt gibt. So, das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, da wir nicht nach Ustnata kommen. Ach, das ist Ustnata. Ich glaube, es gibt drei große Dwarfstädte im Unterreich, die sich alle drei nicht riechen können. Das bekannteste für mich ist Mesoberasan, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die Namen auszusprechen ist nämlich genauso furchtbar. Wo wollt ihr beide hin? So, das hier müsste der Käfig sein, aus dem wir jemanden rausholen müssen. Ich helfe, wo immer ich kann. Na kommt, fresst Feuerbälle. Zeit aufzubrechen. Ich war. Kommt alle unverletzt? Ah, nur einer ist schwer verletzt, einer leicht. Okay. Was kann ich tun? Nächstes Mal! Nächstes Mal. So, erst die Drow loswerden. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Dann den Nishro loswerden. Der ist nämlich ein bisschen gastiger als ein paar Skelette. Das ist mein.
So. Hier, wo immer Minsk auch hingeht. Minsk immer hausieren. Kettenhemd, das ist okay. Wer stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst? Denn Minsk die Natur wird dir könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Was möchtet ihr? So, das war nämlich, glaube ich, die Drow, die wir von hier oben aus gesehen hatten. Oder nö? Ah, Fungi. Ja, schon erledigt. Ich bin bereit. Ja. Okay, wir laden mal und müssen dann gucken, dass wir Drow-Zeug identifizieren und anlegen. Keine große Herausforderung. Poliert die Facette, um eine gefangene Seele freizulassen. Ihr habt eine verlorene Seele freigelassen. Alchadia-Gott. Freiheit. Die Lebenden werden für mein untotes Gefängnis bezahlen. Ich wandle erneut. Was seid ihr denn für eine komische Kreatur? Die Lebenden schwatzen mit Alcha. Ah, es ist schon lange her, dass ich ihre Schrei gehört habe. Ich werde nicht viel Zeit mit diesem Wesen vergeuden, deren Intelligenz derer von Affen gleichkommt. Kommt und nehmt euren Tod rasch in Empfang, Kinder des Fleisches. Es gibt da verräterische Drow, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Ja. Ihr habt es so gewollt, mein Anwalt. Nicht mal ein bisschen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Oh. Mir ein größeres Schwert. Das ist wieder mal ein Lich. Also ein Leichnam. Gut, den könnten wir theoretisch besiegen, wenn wir gerastet sind und gebufft sind. Keine große Herausforderung. Deswegen rasten. Das gefällt mir sehr gut. Oh, sind wir gerastet? Ja, wir sind zwar gerastet, aber... Ich hoffe, das ist kein Omen kein für Kommentar. Das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, ich das Gleichgewicht bereit. In allen Dingen zu wahren. Ja? Ihr zeigt, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Sagt nur, wenn ihr es wollt. Schwerter statt Wörter. Kettenhemd. Können wir das so identifizieren? Nein. Drow Elfenkettenhemd. Kann nicht verwendet werden von Druidenmagiern-Kenze. Das heißt, wenn ich das anziehe, würde es nicht gehen, weil wir einen Schutzumhang oder sowas in der Richtung dran haben. Ja, sie kann das tragen, ohne dass ihre Zauber... ...beeinflusst werden. Also sie kann noch zaubern in dem Ding. Ja.